In dieser Folge ist es endlich soweit, denn sie ist da. Osana, die größte Erzrivale, die uns Senpai wegnehmen möchte. Deswegen habe ich sie ausspioniert, verfolgt, habe ihren Ablauf studiert, um dann eiskalt zuzuschlagen. Ich habe eure lang ersehnten Antworten und Aufgaben mit eingebunden, um das Ziel Osana ein für alle Mal zu eliminieren. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist das Spiel Yandere Simulator bald fertig. Und dann gilt es, alle Möglichkeiten zu kennen, wie wir unsere Feinde ausschalten können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser epischen Folge. Und sag dem Algorithmus, dass du mich liebst. So Leute, es ist endlich soweit, denn Osana, unsere größte Rivalin, ist endlich im Spiel. Natürlich mit einem Mod, aber bald kommt sie im Spiel und ich dachte mir, wir holen uns jetzt einen Mod und gucken, wie wir sie schon mal beiseite schaffen können. Denn bald ist es soweit, das Spiel ist bald mit Osana fertig, das heißt, wir können das Spiel dann beenden. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken, dass ich hier irgendwie schnell beliebt bin. Wo ist die dumme Sau? 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 Wo ist sie? Bitte sag, dass sie... Ja, da hinten ist sie ja. Und zwar haben wir nämlich schon das erste Kommentar, da musste ich schon ein bisschen lachen. Das ist nämlich vom lieben Giuseppe. Und der hat geschrieben, Osana hört sich wie eine Art Nudel an. Und das wollen wir doch direkt einmal testen. Da ist sie, Leute, die größte Rivalin. Nein, hä, du bist ja ich. What the fuck? Was? Ihr seid ja ich? Hä, was macht ihr denn hier? Hilfe, es gibt von mir voll viele Klone. Osana, talk mit mir. Kann ich nicht mit dir reden? Osana, ich dachte, du hörst dich an wie eine Nudel. Okay, warte, dann synchronisieren wir das kurz. Can I talk about you for a moment? Kompliment, ich mache ein Kompliment. Wow, that means a lot coming from you. Thank you so much. Okay, so hören sich alle Nudeln an. Ach, das ist also ihr Sklave, die hinterherläuft. Okay, alles klar. Die hat nämlich so einen Sklaven, der ihr die ganze Zeit hinterherläuft. Ich möchte Osana mal ein bisschen stalken und ihre Routine erstmal ein bisschen herausfinden. Denn ich habe viele Nachrichten von euch bekommen und die sagen einfach alle nur, töte sie, töte sie, töte sie. Aber wir müssen den Feind erst kennenlernen, um ihn zu töten. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich versuche, sie abzumurksen. Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen mal kurz hier und holen... Oh. Wir nehmen uns gleich mal die Syringe und gucken, was passiert. Ich möchte nur mal gucken, ob ich sie umbringen kann. Ich glaube nämlich, dass sie stark ist. So. Probiere erstmal Osana umzubringen jetzt, okay? Just what do you think you're doing? Ach, das ist so eine Art Bodyguard. Oh mein Gott, wie gruselig. Oh mein Gott, ach, die kann ich gar nicht umbringen. Das ist ja voll groß. Da muss ich die irgendwie wegkriegen von der. Oh shit, Leute, die wird echt... Verdammt, wie mache ich denn das jetzt am besten? Okay, also, sie hat also einen Bodyguard. Dank dem Bodyguard kann ich sie nicht töten. Das heißt, ich muss den Bodyguard von ihr wegbringen. Aber vielleicht ist Sasana selber auch so stark. Aber ich würde sagen, als erstes beobachte ich mal ihre Routine, um zu sehen, wann sie vielleicht alleine ist. Das machen wir jetzt. Denn als nächste Aufgabe habe ich nämlich direkt schon bekommen von Kataoka. Schredder mal Osana Ventilator auf dem Dach! Oder wie das Ding heißt. Also Leute, ihr seid ja so gewalttätig. Das ist ja fürchterlich. Schau mal, hey, Olle. Ah, schaut mal jetzt. Okay, sie folgt mir. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Dann kann ich mir theoretisch das jetzt schnell rippen. Okay, bye. Ach, guck mal, sie rennt direkt zu der. Oh, shit, Leute. Sie rennt direkt zu der zurück. Put that down. Did you think you could get away with stealing? Nerv mich nicht! Warte, wo ist denn die Osana? Die chillt hier immer noch. Okay, ihre Homie-Freundin kommt jetzt hier. Kann die mir folgen? Ach, die folgt mir auch. Aber folgt dann die andere mir auch? Nein, die hängt echt am Arsch, Mann. Komm, Osana, ich möchte dir... etwas zeigen. Vielleicht ein Ventilator, der sich oben auf dem Dach befindet. Oh, da ist sie ja sehr gut. Und ihre dumme Tussi kommt mit. Ich will nicht, dass sie mitläuft. Osana, ich möchte gerne mit dir alleine sein. Du hast doch so wunderschöne lange Haare. Ah gut, die hat gerade einen Hänger. Die hat gerade einen Hänger. Oh Gott, hat die einen Riesenkopf. Seht ihr das? Okay, Osana, ich möchte dich nämlich gerne, wenn es geht, betäuben. Oh shit. Ich war's nicht. Oh mein Gott. Nein, Hilfe, Hilfe, ihre Augen. Hilfe, sie verfolgt mich. Oh mein Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Sie ist mir... Nein, sie wird mich umbringen, Leute. Hey, die Tussi ist echt ein Psycho. Oh, scheiße. Geh weg. Ich geh schnell weg von der Schule. Oh nein, Hilfe. Scheiße. Okay, also ich muss gucken, wie ich das mit dem Ventilator schaffe. Ich muss, glaube ich, warten, bis die oben sind. Verdammt, das ist gar nicht so einfach, Mann. Ich brauche einen Schluck Wasser, es ist warm.
So Leute, jetzt Konzentration. Ich muss jetzt, um sie in Ventilator zu schreddern, erstmal ihre Morning Routine. Morning Routine mit Osana. Tas. Now that you mention it, yeah, there is something I need help with, but I don't want to go back in there. Really? You'll do it? You're a lot more brave than I am. Good luck. Osana ist eine Nudel. Sie ist eine Linguine. Giuseppe hat recht, sie klingt wirklich wie eine Nudel. Okay, also wir beobachten jetzt erstmal Osana. Also. Osana steht also hinter dem Baum. Viel zu nah bei Senpai. Dreht komische Kreise, guckt auf dem Handy. Senpai liest. Okay, interessant. Gefällt mir schon mal nicht. Ihre Haarsträhne geht durch den Bauch ihrer Psychopathenfreundin, die ganze Zeit ihre Vorderteil... Warte, was war das? Was war das? Halt! Nein, was tust du denn? Was war das? Hat die Durchfall? Das hat sie angekündigt, die Durchfall. Hat die Durchfall? Hä? I told you to stop calling me, you creep. How many times do I have to say it? I'm not interested. Oh. Are you serious? Okay, fine. I won't call the police. We'll talk about this later. Also irgendwas hat sie angerufen und will irgendwas von ihr und sie hat gesagt, nein, sie geht zur Polizei und diese Person erpresst sie. Und die Freundin hat alles mitgehört und ich natürlich auch. Das heißt, ich kann Gerüchte über dich verteilen. Sie ist in meiner Klasse, oh mein Gott, nein! Diese dumme Sau setzt sich neben ihn und die andere ruppelt ihre Brüste an ihn. Genau das machen beste Freundinnen so. Ich habe den Beweis. Jetzt knutschen sie auch noch alle miteinander. Hört auf! Folgt mir. Sag mal, ist die Einzige, die keinen Bock mehr hat, mir zu folgen, dieses Stück. Schnell, Osana, schnell. Bevor die uns alle sehen. Es ist Zeit zu gehen. Keiner wird deine Schreie hören. Komm mal hier in das Gartenhäuschen, meine Liebe, bitte. Oh, wie schön, dass das hier ist. Okay, alles gut. So. Nie etwas passiert. So, jetzt geht's mir wieder gut. Als allererstes brauche ich erstmal ein Abwaschkörbchen. So, hier, sehr gut. Dann nehme ich mal das mit. Ich hoffe, dass sie... Oh mein Gott, wer hat die jetzt bitte schön erwischt? Oh, die dumme Freundin. Die dumme... Nein, woher weißt du denn, dass ich's bin, du dumme Sau? Das kann doch gar nicht sein. Auf jeden Fall, die nächste Aufgabe ist nämlich von Risa Schach. Osana wird dir Senpai klauen, du musst sie töten. Oh ja, das werde ich. Wie lange habt ihr gewartet, Leute, auf diesen Moment? Wie lange habt ihr mir geschrieben, ich soll Osana beseitigen? Und jetzt ist es möglich, deswegen werde ich es auch schaffen. Okay, da hat's nämlich... Okay, dann kann ich den hier nämlich schon mal schön hinstellen für meine beste Freundin. Okay, wunderbar, ist der Gartenclub. Der ist doch super. So, du Olle, Kanolle, kannst du mir bitte mal folgen? Als allererstes probiere ich jetzt mal, sie zu zerhäckseln und in die Schule zu gehen. Oder soll ich gleich mal versuchen, sie in eine Box zu sperren? Theoretisch kann ich sie, vielleicht kann ich sie sogar entführen. Komm, bevor deine Psychopathenfreundin zu mir rennt. Schnell. Okay, so, schnell. Attack. Ich kann Osana entführen. Oh mein Gott, wie geil. So, rein mit dir. Geil, ich kann Osana entführen. Voll unauffällig, Mann. Deine Haare gucken halt voll raus, aber egal. Ich muss kurz kichern. So, schnell weg hier. Go home. Gehen wir mal schön in den Keller. Na, wie gefällst du hier bei mir, Bitch? What are you doing? Don't come any closer. No! Na, meine Liebe. Nochmal Bock auf eine Session. Armes Osana. Kann einem ja fast leid tun. Ich gehe halt auch einfach 2 Tage in die Schule, fällt halt gar nicht auf. So, jetzt gehen wir nochmal kurz nach unten. Na, meine Liebe. Ich glaube, es reicht, wenn wir... Why are you doing this? Stell keine Fragen, Vibe! Wie geht's dir denn, der Gutsten? Na, geht's dir gut? Okay, ich kann gar nichts mehr machen. Wie beenden wir das Drama? Die Deadline natürlich. Soll sie vielleicht mal ihre eigene dumme Freundin abmurksen lassen oder Senpai? Soll sie mal ihre blöde eigene Freundin abmurksen? Gucken, ob sie jetzt zur Schule geht mit mir. Bring to school. Komm, wir gehen zur Schule zusammen, Hand in Hand über den Strand zum Dönerstand. Ich muss hier doch irgendwo in der Ecke jetzt sitzen. Hä? Wo ist sie denn? Osana! Osana? Ah, da ist sie doch. Oh, ihre dumme Freundin chillt schon wieder bei ihr. Hau doch mal ab, du Opfer. So, ach, den kann man gar nicht angreifen. Dann greif mal deine dumme, nervige Freundin an, wenn es geht. So, töte sie. Nerv deine dumme Freundin. Die nervt mich nämlich schon die ganze Zeit. Ja! Ja, tu es! Ja! Sehr gut. Okay, wir zensieren das Ganze natürlich. Wo
Wunderbarst. So haben sich Probleme von alleine gelöst. Also, erste Aufgabe benötigt. Ich habe dafür gesorgt, dass Osana verschwindet und ihre dumme Freundin auch. Da liegen sie beide. Ich würde sagen, als nächste Aufgabe möchte ich unbedingt, dass sie mal vergiftet ist und gucken, wie die Freundin actet. Deswegen gehen wir einmal nochmal zurück zum ersten Tag. Okay, nächste Aufgabe. Ich hole mir jetzt direkt einen Dietrich, hole mir damit mein Rattengift und verpeste ihr Essen. Osana, es gibt Fressen. Die Brille, ich wusste gar nicht, dass ich die anhabe. Die rennt die ganze hinterher wie so ein Opfer. Echt, die hat überhaupt kein eigenes Leben. So, wie wird Senpai reagieren, wenn das jetzt passiert? Weh, die dumme Tusse rennt jetzt. Oh, die Brüste, schön ihre Brüste gegen Senpais Gesicht drücken. Hat die das falsche Fressen genommen? Warte mal, ich guck mal kurz. Nee, die hat gar nichts davon genommen. Die dumme Sau. Senpais Arschabdruck. Die ganzen Weiber, wie sie da am Senpais Brunnen hängen. Oh ja, Senpai, da hing sein Arsch. Ja, den Schwamm werde ich nie wieder waschen. Hab mal ein bisschen Stolz. Es geht gar nicht, wie sie da alle um den blöden Brunnen rumwiggeln. Männer wie Frauen. Senpai ist ja so geil. Komm, du bitte mal hierher. Sehr gut. So. So, dann machen wir hier das mal rein. Kann ich ja direkt frisch umziehen hier. Geh erstmal jetzt duschen. Geh duschen, Kind. Sehr schön. Take a bath. Nehmen unsere alte Schuluniform. Und die schmeißen wir jetzt weg. Hat ja alles super funktioniert. Ich glaube, da hinten ist die ganze Brühe, oder? Ja, verdammt. Die Mordwaffe muss ich eigentlich auch noch entfernen lassen. Kacke, jetzt habe ich noch Blut an den Schwächen. Oh oh. Oh oh. Die sucht ihre Freundin. Die weiß, dass ihre Freundin da ist. Du Opfer. Die weiß, dass ihre Freundin da war, wie so ein Hund. Oh Gott, Mädchen, ey. Komm, machen wir ein Selfie. Das ist meine neue Freundin. Die ist mir eh viel ähnlicher. Okay, Leute, das war's von der Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ich nächstes Mal Osana in den Pool schmeißen kann, was ich mit der Information anfangen kann, dass sie erpresst wird und vor allem, wie ich das mit dem Ventilator schaffen kann. Das fände ich interessant. Ich werde eure Aufgaben wieder mit einbauen, wenn sie cool ist. Und ich sage danke fürs Zuschauen und ade mit E. Es war wieder monströs und schee, würde ich sagen.